So, kurz eine Fackel bauen. Hammer, Kiesel, Stachelsprossling. Ach, brauchen wir Disteln? Na, machen wir jetzt nicht. Oh, was wir noch, was wir brauchen, wäre doch eigentlich ganz easy. Ein Vorratskorb. Einfach nur um. Machen wir noch einen. Wir machen gleich noch einen. Hier so hin. Zack, zack. Da können wir alles Unnötige erstmal reinmachen, was wir nicht brauchen. Okay, das können wir braten. Endlich. So. Und so, Pilze haben wir genug. Zwar das. Pusteblume brauche ich aktuell auch nicht. Noch mehr Pilze. Gut. Ich glaube, wir müssen. Ich will eine Ameise, muss dann auch schon ganz nice. Was mache ich denn jetzt an? Oh mein Gott. Die Milben. Dann haben wir Fackel. Die könnten fix das machen. Dann könnten wir. Ja, wir machen erstmal diese Mission hier. Aber ganz wichtig ist was zu essen, Energie und sowas. Pass auf. Ich will auch schnell was essen und bin gleich wieder da. Wir haben auch schon eine Talkszene. Bin sofort wieder da. Bis gleich.
Hola. So. Ah. Da sind wir wieder. Kurz gestärkt. Und wir gehen. Kann ich eigentlich, das wäre irgendwie cool. Angenommen jetzt. Ha, natürlich nicht, ist ja klar. Wir gehen jetzt einfach mal. Ich mir was. Was zu essen haben wir, was zu trinken haben wir noch nicht. Was zum Porschen haben wir aber. Raw. Science. Gasmaske. Richtig und wichtig. Und die müssen wir auch nicht mitnehmen, die ist nur Ballast. Wir werden unterwegs einfach alles Mögliche weiter sammeln. So. Wir gehen auf Milbenjagd. Theoretisch. Looks like that little red thing's itching for a fight. Äppeln, da ist es. Got a new one. So. Dann soll ja nicht gesehen, aber die Laus dafür. Ich muss kurz mit Auge reiben. Ich wollte sagen, drück doch endlich. Was ist los? Hier, die hier müssen wir kaputt machen. Das sind die Bösen. Die hier am Kabel knabbern. Und da können wir auch gleich alles mitnehmen. Sind auch for real so ein bisschen nervig. Ja. Faserverband habe ich ja schon, Kollege. Aber. Nicht herstellen. Lol. So. All right, Shadows. What you got now? Wir machen einfach alle gut. So, mit macht 20. Sammeln, ganz wichtig, wichtig und wichtig. So. Ja, hier geht's noch weiter. Hier kann man auch einsammeln. Die komischen Leuchtdingsi. Die sind auch ganz okay. Mit denen kann man Fackeln herstellen. So Notfallfackeln. Irgendwann bist du einfacher zu töten. Er hat nicht gemerkt, dass ich kam. Glaube ich zumindest. So. Das ist wieder ein bisschen Saft. Das ist eine Biene. Sieht man was? Ja, oder? Ja. Da.
Einfach alles mitnehmen. So, I guess. Automatisches. Oha, danke schön. Danke fürs Folgen. Vielen Dank. Und hallo, wie geht's? So. Noch die Fackel in der Hand. So. Activate. Gucken, was passiert. Oh no. Did you hear something that sounded like a big fire of explosion? Ja, ich glaube, wir sollten dahin. Rub time. So. Falsch gelaufen, was ist da los? So, jetzt sind wir richtig. Alte Ameisenhügel. Genau, der ist da. Aber da gehen wir nicht hin. Da ist die erste Spinne. I see you. Ist einfach mega schwer. Aber hey. Die müssen wir jetzt noch nicht machen. Wir brauchen halt nur ein wachsames Auge. So, ist okay. Ich mag deine Koro-Sensei-Cosplays. Ich bin nur die Kamerafrau. Ich spiele für Koro, weil, oder halt, wir spielen im Abwechseln. Ich rede hauptsächlich. Ich bin's nicht selber. Aber er liest mit. Katzen haben Spaß. So, da sind ein paar Eicheln. Muss auch ein bisschen aufpassen. Und das ist ein Forschungslabor. Ganz wichtig. Und hier oben
könnte man eine kleine Mini-Base bauen. Es gibt halt am Anfang so viel zu erforschen und zu sehen. Oh, lecker. Ja, dein Lemon Crime kriegst du auch noch irgendwann. Keine Sorge. So, und dann zeige ich euch was. Was wir auch noch mal ganz schnell erforschen. Wie gesagt, hier kann man auch eine Base bauen. Ist aber blöd, wenn die ganzen nicht geraden Feldern oder Platz hier. So, jetzt zeige ich euch, warum es mir hier so gefällt. Oder auch nicht. Moment. Es gibt dazu zwei nette Spinnen. Drei sind hier drin. So. Das ist eine der stärksten Geschöpfe hier. Einfach von einem Marienkäfer hier. Was soll das? Aber man kann auf die wenigstens reiten. So ein bisschen. So. Ist aber halt sehr eigenwillig, der Kleine. So, Problem ist, hier unten ist ein Forschungszentrum. An sich ist es kein Problem, aber das Problem besteht da hinten. Ja. Ach so, eine Spinne, und die hat auch ganz viele kleine Spinnen. Wenn wir Glück haben, können wir hier schnell was erforschen, ohne dass wir unbedingt gesehen werden. Mal hier so reinstellen und mal kurz anmachen, weil wir ein bisschen was haben. Weile! Ihr hättet mir keinen Bogen stellen brauchen. So, jetzt können wir uns noch gerne Panzerung machen. Schildrahmen können wir natürlich auch machen und Kisten. Und Ameisenarmschoner, Ameisenrüstung ist praktisch. Kann man viel mehr Dinge tragen. Saftfinger, Smoothie, Küche, Gartenbeet. Nice. So. Jetzt sollten wir hier aber auch wieder verschwinden. Ich habe hier noch ein bisschen Angst, solange ich keine Rüstung habe, die mir gefällt. Brauche ich da nicht bleiben. So. So, falls ihr euch gefragt habt wegen den Pusseblumen. Ja, so. Hier kann ich auch einfach mal runterspringen, ohne dass mir was passiert. Unbedingt was passiert. Was ich mir jetzt auch noch holen möchte, was ganz wichtig ist. Erstmal Sicherheit, dass hier keine Spinne groß ist. Und irgendwie versuchen, hier hochzukommen. Hallo? Muss ich hier wirklich von hier anfangen? Ja. Scheint so. Hallo. So. Zack. Zack, 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 zack. Was natürlich sehr ungünstig wäre, wenn es die Spinne hier oben sieht.
weil die kann Netze spucken. Wäre jetzt nicht so toll. Macht halt unglaublich Schaden. So. So, ich glaube, wir haben die Distel komplett geerntet. Ah, und ist noch einer? Schön, oder? Da hinten müssen wir hin. Dazwischen sind noch mindestens drei Spinnen oder so. Oder eine, die halt immer... Okay, ich glaube, das Ding hat circa, wenn hier nichts mehr dran ist... Ja, um die 70 Stacheln. Das ist schon nice. So gut. Wir gehen einfach mal da hinten hin, wo es so britzelt. Würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was da so los ist. Hier ist ja eine Ameise gewesen. Marienkäfer, hier passen wir auf. Und jetzt nicht. Er schläft einfach. Hört ihr das? Er schläft einfach. Er ist so cute. Die Spinnen schlafen auch. Das ist zum Teil sehr interessant. Die schnarchen. Let's see what's around here. Got a new one. Got a new one. So. Hier will ich hin. Hallo. Ich brauch dich. Come here, you little green sausage. Okay, ich habe jetzt noch 36 Plätze frei. 36 Plätze sind belegt von 40, so rum. So, wir müssen jetzt da hoch. Ist ein bisschen creepy, I guess. Okay, Pilze müssen jetzt nicht sein. Haben wir erstmal genug zu Hause. Das heißt, es ist nicht das Zuhause, aber... Geh einfach mal rein. Ja, wir haben ja eine Fackel. Ja, so sind. Brauchen wir nicht. Da ist das Place is getting pinker by the minute. Ich würde ja mal pinker. Man. Oh, was mal anhören. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Virgil, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI-42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SMPI-42Z particle to Raw Science. Order received. Raw Science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Rohwissenschaft. Wie ist der? Stachelhalm. Mal sehen, ob wir dazu auch kommen, es herzustellen. Saatropilz. Für ein Smoothie.
So. Gut, gut.